Hier ist wieder Cellulitis und wir beantworten heute die Fragen, die zweite Fragerunde. Also ich bin Nikolaus, das ist Umra, meine polnische Freundin aus Holz und zusammen sind wir Cellulitis aus Berlin-Neukölln. An Kostümen werden wir das anziehen, so in etwa wie ich es jetzt anhabe, also es wird einen Hut geben und ein Sakko und einen Anzug, ich nenne das so Hobo-Style, dazu noch ein paar Turnschuhe. Und ich habe viel Straße gemacht in den letzten 4 Jahren. Ich war viel, viel unterwegs und bin gereist und mit dem Cello. Und dann hat sich irgendwie so langsam dieses Outfit herauskristallisiert für mich. Ich würde sogar, wenn ich wirklich jetzt noch gewinnen würde, die Abstimmung, würde ich mich für einen Song ausziehen, komplett nackt Cello spielen. Naked Cello. Ich mache das einmal im Jahr auf einem Festival, Edmonton Fringe Festival in Kanada. Das hat sich irgendwie so als kleine Tradition da herausgestellt. Und ich würde es tatsächlich machen, weil ich glaube, da müssten jetzt noch einige Punkte kommen und da kann ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, ich ziehe mich aus für einen Song und es gibt nacktes Cello. Ich habe natürlich das Cello in meinem Schritt, also man, nur beim Aufstehen könnte man, naja, egal. Der Drink, das ist ein schönes Thema. Ich trinke total gern einen polnischen Wodka. Ich habe nämlich nicht nur ein polnisches Cello, sondern auch eine polnische Freundin. Und ja, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass eigentlich immer irgendein Wodka vorrätig ist. Und der Lieblingswodka, der hier irgendwie gereicht wird, das ist der Żubrowka, original aus Polen. Die deutsche Version heißt Grasowka, weil da ein Grashalm drin sind. Aber wir kaufen Żubrowka, ein toller polnischer Exportschlager. Und da drin ist ein Grashalm von einer Büffelwiese. Da pinkeln und kacken die dann hin. Und da kommt so ein Grashalm dann später in den Wodka und macht eben dieses entsprechende Aroma. Den bringe ich gerne mit, den habe ich immer hier auf Vorrat. Das Klarinetten-Solo. Ich habe ein Stück, das heißt Regala e Vena, bulgarisch für Vena rannte davon. Und dazu gibt es so eine flächige Einleitung, eine düster Fläche und da hätte ich gern so sphärisch, gern auch mit einem fetten Delay, eine schöne Klarinette drüber, Naturmusik, wie mein Freund Matthias aus Hannover sagen würde. Und dann entwickelt sich daraus heraus so ein Melodiechen oder eine Melodei, darf sich daraus entwickeln, die geht ungefähr so. Auf das ich total gern so ein Hard Rock, Gypsy, krass, krank, psychedelisches, sehr schnelles Klarinetten-Solo haben dürfte. Das wäre ein Traum für mich an dieser Stelle. Genau. Ich freue mich, wenn der ein oder andere vielleicht auf meiner Homepage cellulitis.de vorbeigucken mag. Ansonsten danke fürs Zugucken und einen schönen Tag euch allen. Jo, tschüss.